Harley und Dennis. Das finde ich spannend. Marley spielt über diesen Doppelcharakter. Ja. Und ich muss sagen, ich finde den. Warte mal, Saft ist ein Command? Ist Saft ein Command? Nee. Oh, können wir Saft ein Command machen? Das kann ich machen. Ja? Ja. Kann der gesamte Tweet dann kommen? Ich kann das auch auf einen Tweet verlinken. Wie bitte? Auf den. Nee, nicht den Link zum Tweet, sondern der Text vom Tweet. Nee, ich brauche noch den Text. Ja. Das wäre geil. Das kann ich so machen. Geil. Ich glaube, das fand ich sehr cool. Man könnte auch Saft wäre nur Mann und man müsste was anderes eingeben für den Saft. Das ist eigentlich beides. Steht es 3:0 für Mali? Und warum hat Mali da dieses als 2 und 18 geliebt? Ach. Ja. Mali arbeitet sich also, oder Dennis arbeitet Mali präzise zu den Ligen. Oh, das schafft er nicht. Das sieht schwer aus, ne? 111% zu 0, das wird hart. Da sind die Liegeschütze gegangen. Oh, aber auf der Anzeige sind es 3:3 und bei dir sind es 2:4. Hm? Das sind die Prozente, die du kommst. Ja, ich weiß, aber daneben sind 3 Stocks und nochmal 3 Stocks und bei deiner Anzeige? Ja, das sind nur 3, genau, 3 und 3. Ja. Und da unten steht 4 und 2, oder? Achso, nee, das sind welche Ports sind. Wo der Konfer ist. Sorry. Ich dachte, das hat mal kurz gestimmt. Sorry. Okay. Michele eigentlich immer noch da? Wartest du immer noch am Bahnhof, ja. Michele? Meld dich mal. Wir wollen wissen, dass du gut nach Hause gekommen bist. Nee, warte nicht. Doch. Marley kämpft verbissen. Aber der eine ist schon tot. Aber einer ist schon tot und damit ist er halb so gut quasi, muss man sagen. Wenn nicht sogar schlechter. Wenn nicht sogar schlechter als halb so gut. Aber andererseits hat Dennis jetzt auch ganz schön Vorlauf. Der hat die ganze Zeit gegen Konsti gespielt. Dennis ist richtig heiß, aber auch so ein bisschen entspannt. Dennis hat so dieses, was soll mir heute noch passieren, Entspannungsding. Boah! Das merkt man. Konsti hingegen. Oh, Maxi spielt gegen Euro gerade. Das wäre eigentlich auch ein interessantes Match, denke ich. Ich finde nämlich, dass Maxi und Euro, also so, wenn ich das jetzt aus meiner Noob-Seite heraus bewerten darf, sind das beides extrem variable Spiele. Also. Ich habe sowohl Maxi als auch Euro schon richtig krass gut spielen sehen. Aber Jürgen ist noch ein bisschen schlechter. Jürgen ist schlechter als Maxi, hatte ich auch so in Erinnerung, ja. Aber manchmal habe ich das Gefühl, hat Jürgen sowas Unbesiegbares. So zumindest so für 10 Minuten. Und dann ist er wieder. Aber, also ich habe da keine Ahnung, aber so sieht es manchmal aus. Und deswegen finde ich das eigentlich ein cooles Match, die zwei. Stage mit dem konzigen. Oh, ist es wirklich? Oh ja! Hast du das programmiert? Ich glaube, mein Bruder hat das schon. Das ist so cool.
Chat. Wer ist denn von euch noch alles da? Der Bescheidweiser. Oh. Der Bescheidwisser, den kenne ich aus dem anderen Chat. Johnny. Ja. Hey, ich habe ein Ergebnis zu reporten. 3-1 für Moa. Jojo? Für Moa. Jojo hat 3-1 gewonnen, geil. Nein, das ist Französisch für Jojo Monster 7. Das ist klar. Ich habe euch zwei als Chaos-Player gezeigt. Ist vielleicht was falsch? Ich soll ein Chaos-Player sein? Naja, so im Sinne von, manchmal habe ich das Gefühl, ihr seid unzerstörbar und dann wieder nicht. So. Ja, das ist früher wieder. Ja. Guck mal, was dann. Aber ich würde heute so essen. Häufiger Regel zur Zeit. Ja. Naja, manchmal gibt es halt andere Prioritäten. Was? Ich habe jedes Mal, wo du so einen Crouch gemacht hast, hast du wieder. Run-up Crouch. Was? Du hast über meine Fail-Crouch. Ja, ich habe so abgelenkt, weil ich nicht zurück zu meinem Account. Ja? Das war wirklich ganz nice. Ich habe wieder Runner Shields gemacht. Ja, ich hätte den Chat. Das ist wirklich ein Chat. Ja, aber ich wollte es schon. Ja, was nie. Nie. Ich glaube, Konzi hat das gerade eben erzählt. Das ist gerade eben Konzi. Konzi hat gerade eben gesehen, wie der neues Beat mit Fox gemacht hat. Ich freue mich, dass es da ist. Da müsste ja, das glaube ich etwa noch nicht so. Ja, ich glaube, das sind einfach alle, die jemals geschrieben haben, oder? 8 Zuschauende. Ich finde, da könnte mindestens eine Person mal so reinschreiben, hey, ich bin noch da und schlaf noch nicht. Fände ich fair, aber. Für die Fans. Für die Fans. Wisst ihr schon, dass nächste Woche jeder 100 Jahre alt wird? Jeder wird 100 Jahre! Viele wissen es nicht. Aber es warum ist wahr. Warum hat Dennis dann 104? Völlig verwirrend, ne? So viele Jahre gibt's doch noch. Oh, so ich hab Jahre gibt's mir noch gar nicht. Nee, du 100 Jahre erst. So alt für dich. Ach so. Okay. Ja, das glaube ich. Ich hab heute einen Kiff gezapft für Katie Kaffee. Dennis hat nämlich mit 4 Jahren angefangen, Jedo zu spielen. Und seitdem gibt es dieses Spiel. Dennis hat mit 4 Jahren Jedo erfunden. Dann ist einfach 100 Jahre alt. Und für so einen 100-Jährigen macht er eine ziemlich coole Figur auf der Stage. Wie heißt diese Stage? Final Destination. Das ist Final Destination, ja, ergibt irgendwie Sinn. Sieht doch aus wie eine Final Destination. Das habe ich mal in Prozent, oder so, wenn das Ziel am Fleisch. Danke, Jungs. Die Endstation. Danke. Auch in der Oh, du hast weihnachtliche Ohren, oder? Darf ich sie richtig empfehlen? Ja. Mach schon. Ich hab schon angefangen, ja. Ja. Nur ein bisschen, oder? So. Oh. Muss ich den neu stechen? Ich muss mir, weil das ein bisschen rot und ist. Ja? Also tatsächlich vor so einem Monat habe ich beide mal gestochen. Ja, ich stelle mir die jedes Mal neu stechen. Wenn immer diese dünne Haut, dann spielst du so durch. Ja. Aber links ist gerade hartnäckiger als rechts. Rechts geht eigentlich voll gut. Links tut erstens mehr weh. Und zweitens habe ich da irgendwie vorgestern durchgestochen. Ja. Ich habe durchgestochen und es ging nur halb durch. Ja. Dann musste ich nochmal durchstochen. Ich hab so ganz wirre kleine Milchmutanen, ne? Die trage ich nur, wenn ich meine Oma gerade neu gestochen habe. Und dann die Milch, die ich eigentlich gerade raushebe, weil es mir so die großen sind. Und dann mache ich diese kleinen Milchhahnstecker rein, die dann nur dafür da sind, weiterhin den Durchgang offen zu halten. Ja. Ja, aber sind die anderen ohne Milch? Ja, das sind eher so hängende oder sowas. Und die Wickel zum Schlafen oder sowas drin lassen. Also deswegen mache ich diese Milchstecker rein. Genau, deshalb habe ich mir die gekauft.
Zuckerstangen. Geschenkt Tambour und Zuckerstangen? Ja. Beide für beide Seiten? Ja. Dann solltest du mischen. Echt? Ja, dann solltest du auf einer Seite einen Ring und auf der anderen geschenkt haben. Oder dann einen Tambour und Zuckerstangen. Das habe ich noch nicht gemacht bisher. Siehst du? Festes Getreide. Als ihr bei dem Turnier wart, ja. Bei dem Turnier, ja. Vor einem Monat oder so, das kommt mir ewig her, aber ja, das war 3 Monate. Es gab 2. Das stimmt, ja. Ja. Aber bei einem waren nicht alle von euch dabei. Ja, das war nur beim ersten. Ja. Warte, haben wir jetzt 4 und 5 oder schon? Das erste war ganz kurz, bevor ich ins Sitzheim gekommen bin. Das heißt, ich habe euch einmal am Donnerstag gespielt und dann habe ich dieses, am Samstag dieses Turnier geguckt und ich war völlig überkommen. Das war auch sehr lustig. Ja. Ich habe auch Hunger. Ja, Jonas, hast du schon eingetragen oder haben wir gar nicht gewusst? Hab ich schon eingetragen. Ich habe mir vorhin einen Döner geguckt. Jetzt die Hälfte Hafen können. Ich habe dann irgendwann nicht mehr Lust gehabt zu essen. Ich habe heute wieder in der Mensa ordentlich Essen eingepackt. Das ist jetzt in meinem Kühlschrank. Das ist jetzt nach Hause. Wo wäre das?